Blätter zum Herausnehmen. Druckfrisch an 40.000 Verkaufsstellen deutschlandweit erhältlich. Und natürlich auch in Ihrem nächsten Sonnenklar-TV-Reisebüro. Das neue MeinTV-Fernsehmagazin. Natürlich auch als Jahresabo erhältlich. Infos dazu online unter sonnenklar.tv/meinTV. Oder gleich abonnieren unter 06172 8686 212. Oh, my God.
Bonjour, bonjour. Verdächtige. Ich muss mich da einmischen. Zum Ärger der drei Bechamels. Bonjour, bonjour, verehrter Herr Kommissar. In diesem Fall sind wir der Lösung schon nah. Und alle helfen mit, das war immer so. Hier bei uns im Bouchon. Sag mal, hast du die geschoren? Nein, ich hab gedacht, du warst das. Gut gemacht, Brüder von der Küste. Alles zur Teufelsgrotte. Ja, zur Grotte! Das stinkt zwar ein bisschen, aber wir Piraten halten schon was aus. Der hält nicht. Du bist zu klein zum Piratenspielen. Petit Joseph ist noch zu klein zum Piratenspielen. Petit Joseph ist noch zu klein zum Piratenspielen. Hört mir gut zu, Küstenbrüder. Ich habe heute einen Raubzug gegen unsere ewigen Feinde beschlossen, die Soldaten des Königs. Das heißt also gegen die Tölpel vom Nachbardorf Porky Peak. Juhu, es lebe Ruhe, ein Auge, du holst die Waffen aus unserem Geheimversteck. Bin schon weg, Kapitän. So was Blödes. Die undankbaren Arbeiten muss immer ich machen. Ach, mach dies, mach das, hol jenes. Was treibt der denn da? Jules? Wo bist du? Hast du dir was getan? Alles in Ordnung, Kapitän. Hey, seht euch das da mal an. Es ist meine Schokoladensoße, die du so anziehend findest, oder? Moment, Moment, du wirst dich noch verbrennen. Schnell, kommen Sie, Madame Prudence. Wir haben was entdeckt. Ja, was ganz Merkwürdiges. Was unheimlich Interessantes sogar. Ja. Und was? Eine Inschrift an der Wand. Vielleicht das Versteck eines Schatzes. Oh, ein Schatz? Meinst du echt? Sagt mal, ihr Piraten, sind das die Narben, die ihr von euren glorreichen Siegen bekommen habt? Ja, und die schmecken richtig süß. Die müsst ihr sofort probieren. Sehen wir uns erstmal eure Entdeckung an. Sonderbar. Wirklich sehr sonderbar. Sie können wirklich gut abzeichnen, Madame Prudence. Das werde ich Ernest zeigen. Na, Ernest, was halten Sie von dem Fund, den meine Rasselbande gemacht hat? Ich bin verwirrt, teure Freundin. Sowas habe ich schon mal bei meinen Forschungen über Moucheron gesehen. Da war irgendwas. Irgendwas in Verbindung mit der geheimnisvollen Geschichte unserer meine Region. Güte, Ernest, Sie machen mich neugierig. Versuchen Sie, sich zu erinnern. Hier habe ich für Sie eine gute Schokoladencreme, um Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Mal überlegen, mal in Ruhe überlegen. Wo habe ich dieses Zeichen schon gesehen? Ah ja, jetzt fällt's mir ein. Mein alter Freund Mathieu, der Antiquitätenhändler, hat mir mal Pergamente gezeigt. Und dort habe ich dieses Zeichen gesehen. Warten Sie bitte, ich werde ihn gleich mal anrufen. Ich hatte recht, mein Gedächtnis funktioniert doch noch ganz gut. Der gute Mathieu wird ein paar Tage in die Stadt zu seiner ältesten Tochter fahren. Aber sobald er zurück ist, wird er auf seinen Speicher gehen und in seiner alten Truhe nach den besagten Dokumenten suchen. Ein paar Tage? So viel Geduld habe ich nicht. Ich werde lieber gleich einem alten Freund in Paris schreiben. Professor Lapidus. Der gute Professor, wir kennen uns eine Ewigkeit. Er hat mir nie etwas abgeschlagen. Bis bald und vielen Dank, lieber Freund. Stets zu Diensten, Prudence. Guten Tag, Monsieur Bichon. Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht gesehen. Was kann ich für Sie tun? An Professor Eugène Lapidus, Rue de Menier 13, Paris. Einmal mit der Zunge drüber und die Sache ist erledigt.
Du kannst mir bei meinen Neujahrskarten helfen, Stanislaus. Ich freue mich außerordentlich, meine liebe Brüder. Es welch ein Vergnügen, Sie nach so vielen Jahren wiederzusehen. Ich komme mit dem ersten Zug und bringe meinen jungen Assistenten Jurassic mit. Er ist sehr gewieft. Ihre Entdeckung ist von großer Bedeutung. Es gelingt Ihnen immer wieder, mich zu verblüffen. Seien Sie vorsichtig, meine liebe Prudence, und Diskretion. Außergewöhnlich, wirklich außergewöhnlich. Mein lieber Jules, ich bin entzückt, dass Sie sich Zeit nehmen konnten, denn ich glaube, dass wir endlich auf der richtigen Fährte sind. Es handelt sich um unseren alten Freund, den Alchemisten Assidus Salambert. Das mysteriöse Doppel-A, dem sind wir doch schon so lange hinterher. Der Zufall hat uns geholfen, Chef. Wären wir. Pünktlich auf die Minute. Prudence, meine liebe Freundin, die Zeit hat absolut keine Wirkung auf Sie. Hallo. Sie sehen blendend aus. Immer noch der alte Schmeichler. Danke, Eugène. Ich möchte Ihnen Jurassic vorstellen, meinen Assistenten. Guten Tag. Tag. Das hier ist der kleine Jules. Er war es, der die Entdeckung gemacht hat, die Sie in Aufregung Bravo, versetzt. Bravo, kleiner Jules. Du hast da wirklich was Bedeutendes entdeckt. Diese Unterschrift, meine liebe Freundin, stammt von Assidus d'Alembert. Das war ein berühmter Alchemist, dessen Spur sich ab 1540 verliert. Man weiß nur, dass er wegen Hexerei angeklagt wurde und fliehen musste und dass er außergewöhnliche Geheimnisse mit sich genommen hat. Mein Gott, Eugène, das ist ja eine mitreißende Geschichte. Aber warum ist er hierher geflüchtet? Er wurde quer durchs Land gehetzt. Überall hat man ihn der Obrigkeit gemeldet. Also wieso sollte er nicht in diese nette abgelegene Ecke flüchten? Wir kennen sein Monogramm. Und wir wussten, dass es an einem wichtigen Ort auftauchen würde. Was haben denn eure Schafe? Ah, da sind die Leute aus Paris. Clovis, kümmere dich um die Koffer der Herren. Madame Labiche, dies sind meine Freunde aus Paris, von denen ich Ihnen erzählt habe. Sie werden ein paar Tage bleiben. Herzlich willkommen in Moucheron, wenn Sie bitte eintreten wollen. Und weshalb nicht durch die Schluchten? Och nein, nicht die Schluchten. Das ist viel zu anstrengend. Gehen wir lieber da lang. Ach was, der Weg hier lang ist viel sicherer. Ich bedauere unendlich, aber am schnellsten geht es da lang. Also wirklich, ihr habt ja keine Ahnung. Aber du, ja? Wartet, lasst mich das mal erklären. Hey, Ruhe, Freunde, es ist schon gut. Alle haben verstanden. Aber am besten würde es sein, wenn wir sie morgen zur Teufelsgrotte begleiten. Das wird eine Freude. Ist schon ein Weilchen her, dass ich Pirat gespielt habe. Hätten Sie vielleicht auch noch ein paar Requisiten? Kein Problem, Eugène. Man ist nie zu alt, um wieder Kind zu sein. Also gut, jetzt müssen wir nur noch die Details unserer Expedition festlegen. Aufstehen in der Morgendämmerung. Aber nicht so früh, ja? Du musst dir nur den Wecker stellen. Wenn es zu früh ist, höre ich ihn nicht. Hm? Sei nicht albern. Was ist denn die Idee? Nichts, nichts. Ich habe bloß geglaubt, ich hätte... Ruhig, Stanislaus, sei still. Also dann, sind alle da? Ja. Gehen wir. Ja, das ist es. Das ist fantastisch. Und wenn ihr meine Spur am Grunde der Finsternis entdeckt habt, werdet ihr den Ort meiner Zuflucht kennen. Aber bevor ihr eintreten könnt, müsst ihr in den Brunnen des Lichts eindringen. Und zwar in dem Augenblick, da diese sich mit der Nacht teilt, dann werdet ihr für die Spirale der Zeit würdig sein. Der Brunnen des Lichts? Aber ja... Das muss es sein. Ganz bestimmt. Folgt mir alle nach. Wohin? Zur Abtei von Mortenui. Fasst euch ein Herz, Piraten. Na komm, wir sind fast da. Nur Mut. Die Königin der sieben Weltmeere ist ja vielleicht ja, auch... Ja, nicht wahr? Sie ist ein Vorbild für alle Seefahrer auf der Welt.
Du sagst es, Schiffsjunge. Was haben eigentlich eure Schafe? Ist das eine neue Rasse? Hey, nicht so schnell! Wartet doch auf mich! Na, was sagt ihr nun? Ich hab Hunger! Ich hab Durst! Hab ich auch! Ja, sie hatten recht. Bravo, Prudence. Jules, helfen Sie mal. Da ist nichts, Chef. Seltsam. Alles schien so wunderbar zusammenzupassen. Wo hat Mathieu dieses verdammte Dokument bloß hingeräumt? Ah. Dieses Mal wirst du uns nicht mehr entkommen, D'Alembert. Wir müssen den Tatsachen ins Auge sehen, Prudence. Es muss sich um einen anderen Brunnen des Lichts handeln. Ich bin mir nicht sicher. Aber deswegen muss man sich doch nicht so aufregen. Warten Sie, Chef. In dem Text stand doch, dass man zum richtigen Zeitpunkt kommen muss. Weshalb erwähnen Sie das? Aber zuvor müsst ihr in den Brunnen des Lichts eindringen. Und zwar in dem Augenblick, da dieses sich mit der Nacht teilt. Und morgen ist der 21. März, die Tag- und Nachtgleiche. Was ist die Tag- und Nachtgleiche? Die Tag- und Nachtgleiche, Petite Marie, ist das Datum, an dem die Länge der Nacht dieselbe ist wie die Länge des Tages. Und das ist abhängig von der Position der Erde in Bezug auf die Sonne. Nun gut, ihr tapferen Helden. Ich glaube, dass wir jetzt Rückenwind haben. Wir kommen morgen wieder. Es lebe die Königin der sieben Weltmeere! Sie könnte ihren Motor mal einstellen lassen. Es gibt wirklich Leute, die glauben, sie dürfen alles. Die Kinder kommen ohne uns zu abteilen. Ein herrlicher Tag, um eine bedeutende wissenschaftliche Entdeckung zu machen. Hä? Hey, komm hey, wohl her! Hey. Um nochmal auf eure Schafe zurückzukommen, gibt es hier nicht ein einziges normales Schaf wie bei uns in Paris? Für mich, Matrosen! Willkommen, Königin der sieben Meere! Da, auf dem Grund! Seht doch, da glänzt etwas! Ich gehe runter, Chef. Sachte, Kinder, sachte! Wir tun, was wir können! Ich hab's! Kommando zurück, ihr Freibeuter! Zieht an! Hm? Mein Gott! Oh, au, au, mein Knöchel! Wir müssen ihn nochmal hochziehen, und zwar langsam. Prudence sagt das so einfach. Triff uns in der Abtei von Montenuy. Das ist aber nicht gerade nebenan. Cyprien, schnell, wir haben einen Verletzten da oben. Na dann ab auf den Sattel, Schiffsjunge. Kann's losgehen? Ja, ich bin soweit. Hau ruck! Hau ruck! Der Knöchel ist ziemlich angeschwollen. Die Spirale der Zeit. Darauf steht was geschrieben, auf Latein. Ah, der ewige Stein der gnädigen Herren von Coqfredouille gibt euch den Schlüssel zur Unsterblichkeit. Die Herren von Coqfredouille? Herr Kommissar! Schnell, Herr Kommissar! Kommen Sie zur Abtei, da ist ein Verletzter! In der Abtei? Jetzt so
sofort? Und was mache ich mit meiner Hühnerkeule? Die kann noch warten. Eine Hühnerkeule kann nicht warten. Warum wohne ich im selben Dorf wie Prudence? Die Herren von Coqueridouille haben lange Zeit die ganze Gegend beherrscht. Sie alle ruhen in der Krypta ihres Schlosses. Das heißt, im Schloss von Moucheron. Ich werde sie hinführen. Könnten Sie nicht mit beiden Händen lenken? Tut mir leid. Die Linke ist beschäftigt. Na, schön sachte. Das ist doch kein Sack Kartoffeln. Da bin ich ja noch mal davongekommen. Junger Mann, ich versichere Ihnen, mit mir werden Sie schnell im Krankenhaus sein. Das war kein Unfall. Hier bitte, das Seil ist angeschnitten worden. Ja, ich habe den Eindruck, dass wir nicht allein auf der Suche sind. Ich werde die Kinder wegschicken. Ich möchte euch mit einer wichtigen Mission betrauen. Was für eine Mission? Geht ins Dorf zurück und forscht diskret nach der Anwesenheit von Fremden in Moucheron. Ich zähle auf euch, Brüder von der Küste. Zu Befehl, Admiral! Wir sind schon unterwegs! Na bitte, der junge Spund ist ausgeschaltet und die Gören sind anderswo beschäftigt. Das wird die Sache erleichtern. Ja, mein Lieber, was würde die Justiz oder meine Freundin Prudence ohne mich machen? Hier ist die berühmte Krypta der Herren von Coqueridouille. Wirklich höchst interessant. Kommen Sie, werfen wir einen Blick auf Hubert von Coqueridouille. Ohne mich geht's einfach nicht. Ich schnüffle, ich beobachte, ich folgere. Mit anderen Worten, mein junger Freund, ich habe stets Augen und Ohren offen. Das war wirklich gute Arbeit, Herr Kommissar. Wir sind tatsächlich im Krankenhaus. Herzlichen Glückwunsch. Verstorben im Jahr 1538. Das passt zusammen. In der Tat, Teuerste. Und sehen Sie sich seine Krone an. Das ist ja unglaublich. Sehen Sie doch. Dieser Stein ist eine wahre Pracht. Wunderbar. Vorsicht, Eugène! Fassen Sie sich, mein Freund. Die Piraten haben noch ganz was anderes gesehen. Trotzdem, ein Seil, das reißt, ein Stein, der sich löst, ist das noch Zufall? Irgendwer scheint sauer auf uns zu sein. Glücklicherweise hat der Instinkt von Stanislaus uns gerettet. Und jetzt schnell zur Teufelsgrotte! Meine liebe Prudence, diesmal sind wir nah am Ziel. Ich traue meinen Augen nicht. Das Laboratorium von D'Alembert. Diesen Ort habe ich jahrelang gesucht. Jahrelang. Hände hoch und keine Bewegung. Keine Bewegung. Émilie, Sie. Meine Verehrung, Herr Professor. Sie haben Ihre alten Gewohnheiten nicht abgelegt und machen immer noch krumme Dinger. Sie sind ein Forscher, der vor nichts Respekt hat. Unter welcher Flagge segeln Sie denn heute? Und Sie halten noch immer Ihre Moralpredigten. Aber danke, dass Sie das Rätsel für uns gelöst haben. Darf ich Ihnen meinen Vorgesetzten vorstellen? Der megaweise Bismuth vom Hohen Orden der Rotkreuzer. Was denn noch so ein Erleuchteter? Das ist ja die reinste Posse, ich träume wohl. Ich rate Ihnen, einen anderen Ton anzuschlagen, Professor. Der weise Bismuth ist vom großen Bitternym persönlich berufen worden. Ha, schon gut. Und du, Jules, hast du jemanden gesehen? Nein, nicht mal den Schatten einer Katze. Was hat Stanislaus denn? Ich glaube, er will, dass wir ihm folgen. Aha, Gefahr. Und jemand, der in Schach gehalten wird. Mit erhobenen Händen. Was soll das nur bedeuten? Schnell! Ich glaube, dass Prudence in großer Gefahr ist. Und einer unserer Anhänger wohnt in Moucheron. Er hat uns von Anfang an gewarnt. Außerdem kenne ich Ihren Ruf, Herr Professor.
Übrigens auch den von Mademoiselle Petitpas. Wir sind Mitglieder des Ordens der Rotkreuzer. Seit Jahrhunderten sucht unser Orden nach der ewigen Jugend. Endlich sind wir dem Ziel ganz nah. Wenn Sie meinen? Oh, wieder jung sein, Süßigkeiten und Illustrierte klauen können. Mein armer Bismuth, Sie sind vollkommen verrückt. Mag sein, mein Lieber. Ihre Suche ist jedenfalls zu Ende. Adieu, Professor. Es ist blockiert. Offensichtlich haben die beiden den Stein mitgenommen. Dann sind wir verloren. Macht euch bereit, sie kommen. Da machen zum Entern. Seht mal da, das haben wir doch gesucht, oder? Jetzt bist du dran, Frank. Okay, ich hab's kapiert. Seht doch, da sind sie! Madame Prudence! Super, meine Freunde. Das ist einfach super. Das ist besser als im Kino. Du natürlich auch, Stanislaus. Na los, bringt mir diese Freibeuter unter Deck. Vorwärts, Marsch! Schneller und nicht gemuckst! Sehen Sie sich das an, Prudence. Er hatte sie praktisch gefunden. Was, Eugene? Die Formel für das Elixier für ewige Jugend. Guck mal, Joseph. Sieht aus wie Himbeersaft. Ja, mal probieren. Ich will auch. Klasse. Was ist los mit uns? Oh, großer Gott. Naja, Kommissar Duroc hat es vorgezogen, noch ein paar Tage im Krankenhaus zu bleiben. Um sicher zu sein, sagt er. Aber ich gestehe, dass das Essen dort wirklich hervorragend ist. Zum Glück für unsere kleinen Freunde hatten die Experimente des Alchemisten der damaligen Zeit, ob erfolgreich oder nicht, nur begrenzte Wirkung. Aber mit den modernen Mitteln von heute wäre solch eine Erfindung... Die Menschheit wäre in Gefahr. Wissen Sie, Eugene, dieses Elixier hätte uns beiden wirklich nützlich sein können. Uns allen dreien sogar. Aber ist es nicht bedeutend wichtiger, dass man im Herzen jung ist? Und deswegen ist es für Ihre Zukunft vielleicht besser so. Bist du bereit für die neuen Stunt Heroes von Majorette? Come on, come on. Los geht's! Okay. Welchen Stunt-Track wagst du? Oh, Crash! Aber die Crash-Cars aus Metall machen alles mit. Und weiter, schaffst du auch den ultimativen Stunt? Na klar! Die neuen Stunt Heroes von Majorette. Auf die Plätze? Fertig?
Fix und Foxy TV jetzt auch als App. Schaue deine besten Kinderprogramme direkt auf deinem Amazon Fire TV und erlebe hautnah die Abenteuer deiner Lieblingshelden. Fix und Foxy TV jetzt auch als App direkt auf deinem Amazon Fire TV. Wow. Hey, willst du nicht hier bei uns bleiben? أنا وأبوي لازم نمشي من هون عشان هيك لازم نطلع على القمر نحن عم نستنى إشارة من القمر نحن جايين أنا هلأ رائدة فضاء أخذت أغراضي المهمة معي صاروخ أصغر بكتير مثل أنا ما كنت متصوره نحن طارقين هذا الكوكب اللي حكى لي علي أبوي لازم نطلع فوق جبال أبوي عم بيقول آخر الكوكب بيبدأ الفضاء قديش بس في وقت هلا نحن كرمان منقرب من هون هلا نطلع الفضاء منوصل بعدين على القمر هلا عم نحضر حالنا على الهبوط هلا عم نحضر حالنا على الهبوط يعني ننزل على القمر هيك بعطيك Nicht schon wieder Zähne putzen. Versuch's doch mit Playbrush. Einfach aufstecken und schon verwandelt sich deine Zahnbürste in einen Game-Controller. Starte per App ein spannendes Zahnputzabenteuer. Rette die Zahnfee, bekämpfe gefährliche Zahnmonster und fliege mit magischen Flugzeugen. Du steuerst die Spielfigur mit deinen Putzbewegungen. Wow, coole Medaillen machen mich zum Putzhelden. Stimmt, mit Playbrush macht Zähneputzen richtig Spaß. Don't just brush, Playbrush. Sonnenklar TV präsentiert das neue MeinTV Fernsehmagazin. Die neue Ausgabe mit XXL TV-Programm. Das Fernsehmagazin für die ganze Familie. Mit vielen Informationen, Rätseln und Fernsehtipps rund um Mode, Kultur, Gesundheit und vielem mehr. Mit Wackelzahn, Deutschlands große Fernsehzeitung für Kinder. Mit passendem Kinderprogramm, vielen Rätseln, Suchbildern und einem tollen Poster zum Herausnehmen. Druckfrisch an 40.000 Verkaufsstellen deutschlandweit erhältlich. Und natürlich auch in Ihrem nächsten Sonnenklar-TV-Reisebüro. Das neue MeinTV-Fernsehmagazin. Natürlich auch als Jahresabo erhältlich. Infos dazu online unter sonnenklar.tv/meinTV. Oder gleich abonnieren unter 06172 8686 212.
Sie auch jedes Jahr mühsam diese altmodischen Lichterketten auf? Alleine das Entwirren ist schon ein Horror. Die Beleuchtung ist nicht optimal, kostet hunderte Euro. Und die Stromkosten sind enorm. Wieso sollten Sie so viel Geld ausgeben, wenn Sie die atemberaubendste Beleuchtung, die Sie je gesehen haben, für drinnen und draußen, für einen Bruchteil des Geldes haben können? Mit Starshower Laserlicht, der weltweiten Innovation in Sachen Lichtdekoration. Dieses geniale Laserlicht System lässt Ihr Zuhause innerhalb einer Sekunde in tausenden funkelnden Sternen erstrahlen. Sowohl draußen als auch drinnen. Perfekt zu Weihnachten, aber auch für Familienfeste das ganze Jahr über. Relaxen Sie mit Ihren Liebsten zu Hause gemütlich am Balkon. Genießen Sie die unwiderstehliche Schönheit der Starshower Lichteffekte mit Freunden auf der Terrasse oder im Garten. Schaffen Sie für sich und Ihre Kinder eine traumhaft schöne Fantasiewelt. Und das Bahnbrechende an diesem System. Sie brauchen eine einzige Steckdose und Ihr Zuhause strahlt wie nie zuvor. Ihren Nachbarn wird es den Atem rauben. Sie sollten sehr schnell sein, denn letztes Jahr war Starshower komplett ausverkauft. Und dieses Jahr haben wir Starshower nochmal revolutioniert mit Starshower Motion. Und jetzt werden Heimwerker König Joe Fowler und Mindy McCourtney mit dem brandneuen Starshower Motion alle Grenzen sprengen. Das ist das Weiße Haus in Washington und das ist der perfekte Platz, um Ihnen die atemberaubenden Lichteffekte vorzuführen. Mindy wird jetzt das Spektakel starten. Mindy, hörst du mich? Klar, Joe. Halten Sie den Atem an. Jetzt geht's los. 3, 2, 1. Wow! Sehen Sie sich nur die unglaublichen Lichtmuster an. Das haben wir alles mit Starshower Motion Laserlicht gemacht. Das ist definitiv der spektakulärste Weg, Ihr Zuhause innerhalb von Sekunden in tausenden funkelnden Sternen erstrahlen zu lassen. Und mit unserem einzigartigen Bewegungsmodus ist Starshower Motion das beeindruckendste Lichtsystem am gesamten Markt. Sie werden absolut nichts Vergleichbares finden. Wie Sie es gewohnt sind, verwandelt Starshower Motion Ihr Zuhause in eine traumhaft schöne Märchenwelt aus über 6000 funkelnden Sternen. Aber auf Knopfdruck beginnen sich die Sterne zu drehen und Starshower Motion sorgt förmlich für eine Explosion an unglaublichen bewegten Lichteffekten. Ihr komplettes Grundstück, Ihr ganzes Haus wird vom Boden bis zum Dachgiebel in den wundervollsten Lichteffekten erstrahlen. Sie suchen es sich aus, platzieren Sie Starshower Motion ganz bequem im Garten und verwenden ihn wie bisher, fixiert mit unbewegten Sternen oder auf Knopfdruck mit den spektakulärsten bewegten Laserlichteffekten. Das Geheimnis befindet sich im Inneren des Starshower Motion. Ein geräuschloser, starker Motor bringt mit einer rotierenden Spektrallichtklappe das Laserlicht in Bewegung und Sie befinden sich auf Knopfdruck innerhalb von Sekunden förmlich in einer neuen Galaxie. Und das Beste, Sie können auf Knopfdruck aus tausenden verschiedenen Mustern wählen. Lassen Sie Starshower im Bewegungsmodus laufen. Wenn Ihnen ein Muster besonders gut gefällt, drücken Sie auf den Knopf und der Effekt wird sozusagen eingefroren. Dann drücken Sie nochmal und Starshower Motion bewegt sich wieder mit atemberaubenden Effekten. Einzigartig! Und Starshower Motion vereint natürlich auch alle bahnbrechenden Vorteile des klassischen Starshower Laserlichts. Sie sparen 99% der Stromkosten gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln wie